Hallihallo, ich begrüße euch zu Teil 2 der Fahrt mit der Baureihe 103 hier von Koblenz nach Köln. Wir sind gerade hier durch Bonn durchgefahren, fahren hier gerade am DTG-Gebäude vorbei und sitzen in unserer Rheingold-Baureihe 103 in der Rheingold-Lackierung Lok 176-4 und sind jetzt praktisch auf dem zweiten Teil der Fahrt unterwegs nach Koblenz. 57 Kilometer liegen noch vor uns. Und wir dürfen 160 fahren. Die Sonne kommt jetzt auch gerade ein bisschen raus. Herrlich. Ja, haben hier so ein Frühlingswetter erwischt. Sieht doch alles ganz hübsch aus. Achten wir darauf, hier der Oberstrom jetzt nicht zu weit in die Höhe schießt. Ich kenne leider nicht das Oberstromlimit für die 103. So, einmal ordentlich Leistung geben und einmal auch Geschwindigkeit hoch. Und zwar auf besagte 160. Gleich fahren wir an Bonn-Bad Godesberg vorbei. Ja, die Trafo-Umschaltung wäre jetzt schon nicht schlecht, ne? Aber gut, haben wir nicht. Ist nicht verfügbar in der abgespeckten Version der Baureihe 103. So. Lassen wir mal Fahrstufe 12 drin oder 13. Ich hoffe, dann können wir die Geschwindigkeit halten. Ja, das passt sehr, sehr gut. Und dann fahren wir mal. So, diesmal bitte keine Zwangsbremsung. Hallo? Ich habe das Signal bestätigt. Das verstehe ich jetzt nicht. Da habe ich mir jetzt nicht zu Schulden kommen lassen. Ich habe es definitiv bestätigt. Tja, die letzte Fahrt hat mit einer Zwangsbremsung geendet. Dann fängt halt die nächste direkt wieder mit einer an. Und natürlich bleiben wir auf dem Bahnübergang stehen. Das freut natürlich die ganzen Autofahrer. Tja. So ist das. Warum auch immer. Also habe ich jetzt wirklich nicht verstanden. Leistung aufschalten. Und weiter geht's. Also sagen wir so, das wird definitiv die letzte Sonderfahrt. Rheingold wird uns danach bestimmt entlassen für die Art der Beförderung. Über Geschmack, über Brunch, Mac, Kro, was auch immer. Jung Heinrich. Mhm.
Irgendwelche Bahnabfahrtstafeln. Und das Signal müssen wir bestätigen. So, mal gucken, dass wir auch diesmal keine Zwangsbremsung bekommen. Ja, das hat jetzt geklappt. So, Wechselblinken und 1000 Hertz Markierung. 1000 Hertz Leuchtmelder, das heißt also, wir dürfen nicht schneller als 40 fahren. Interessant, dass wir auf dieses Gleis hier geleitet werden. Okay, schon mal nicht in das Gleis, das ist gut. Aber warum werden wir denn auf dieses Gleis hier geleitet? Warum fahren wir denn da nicht links einfach weiter? So, das ist übrigens ein Quick-Drive-Szenario, habe ich das schon mal erwähnt. Vielleicht funktioniert das mit dem Quick Drive irgendwie nicht so. So, dann gehen wir mal hoch auf die 50. Während wir hier an Bonn-Mehlem vorbeifahren. Ankündigung auf 60. Weiterhin Langsamfahrt. Okay, nee, das ergab jetzt absolut keinen Sinn, warum wir über dieses Gleis geleitet worden sind. Das war ziemlicher Schwachsinn. Aber gut, Quick Drive, ne? Okay, ja, hoch auf die 160, endlich. So, Lüfter, spring an, ja. Die Strecke hätte ich sehr gerne für den TSW. Wobei ich ehrlich gesagt, glaube ich, sogar Koblenz-Mainz noch besser finden würde, weil der Teil sogar noch ein bisschen schöner ist. Aber ich finde auch Köln-Koblenz sehr schön. Ankündigung auf 100. Dann werden wir jetzt auch nicht viel schneller als 100. Wie witzig, es gibt Menschen auf dem Roller. Na, das fehlt aber noch im TSW, ne? Ab hier gelten die 100.
sehr schön oder auch nicht so schön. Die DTG 101 mit Güterzug ist ja auch eine eher gewöhnungsbedürftige Zusammenstellung. Und da sehen wir auch schon, haben wir auch schon den Blick auf den Rhein. Ich glaube aber tatsächlich, dass das keine geupdatete Version, Vegetationsupdate und sowas hier drauf ist auf der Strecke. Ich glaube, das sähe sonst noch mal ein bisschen besser aus. Also zumindest die Szenerie hier, das ist eher so, ja, so lala. So, das ist der Bahnhof von, beziehungsweise in. Habe ich nicht lesen können. Nicht so wichtig. Steile Abhänge. Ah, sehr schön. Das sieht doch schön aus. So, wir durchfahren jetzt gleich Oberwinter. Das ist der Bahnhof Oberwinter. Also ich verstehe ja nicht so wirklich die Leute. Gerade die, die so aus dem Train Simulator-Bereich kommen, von denen dann, wo dann manchmal so die Argumente kommen gegen den TSW, dass die Strecken ja so unglaublich kurz sind und dann liefert man so als Gegenbeispiel, ja, so eine Verbindung zum Beispiel aus Köln-Koblenz, Koblenz-Frankfurt und dann am besten noch irgendwie Frankfurt-Highspeed hier, Frankfurt-Mannheim oder so. Wo man dann halt natürlich so mehrere hundert Kilometer Strecke dann hat, ne? Aber ganz ehrlich, wir hatten so wirklich die Zeit, ein Stück von Mannheim bis nach Köln im Simulator zu fahren. Also gut, dass man es machen kann. Man kann ja auch von Frankfurt, es gibt ja noch andere Strecken, es gibt ja auch noch, oder von Koblenz aus gibt es ja auch zum Beispiel Koblenz-Mainz, Koblenz-Trier. So, also kann man verbinden, aber warum? Wenn ich doch spielen möchte, ist zumindest bei mir so, ja, eine halbe Stunde bis eine Stunde ist meistens dann drin, aber irgendwie dann jetzt 3 Stunden. Sich dann dahinsetzen und auf dem Bildschirm starren und die ganze Zeit denselben Zug in diesen 3 Stunden fahren. Also, da sehe ich nicht so sehr den Reiz, ehrlich gesagt. Klar, auch mal so ein längeres Szenario kann auch wirklich Spaß machen und ab und an mal wirklich auch mal lange zu fahren. Gerade so ein Hochgeschwindigkeitszug mal ein bisschen länger fahren zu können, ist immer sehr reizvoll. Aber so richtig finde ich, ehrlich gesagt, für mich persönlich das Argument so ein bisschen schwach zu sagen, der TSW ist nicht gut, weil die Strecken so kurz sind. Ja, im TSW gibt es ein paar sehr kurze Strecken. Ein paar, die schon zu kurz sind, zum Beispiel Hauptstrecke Rhein-Ruhr ist einfach ein bisschen zu kurz. Es hätte entweder auf der einen Seite bis nach Düsseldorf oder auf der anderen Seite bis nach Dortmund weitergehen müssen. So, während wir jetzt gleich durch Remagen durchfahren. Ja, also das ist eine kurze Strecke, das stimmt. Aber erstens, so kurze Strecken gibt es wiederum auch im Train Simulator.
Und zweitens hat es halt irgendwie auch so seinen Reiz, diese Kürze. Ne? Gut, man könnte dann natürlich sagen, so eine lange Strecke bietet halt auch für die Leute, die nur kurz fahren wollen, ja ebenfalls natürlich die Möglichkeit, auch nur kurz zu fahren. Man muss ja nicht die komplette Strecke lang fahren, hat aber theoretisch die Möglichkeit. Und das ist natürlich ein guter Punkt. Aber nichtsdestoweniger, ja, also so richtig reizen so ganz lange Fahrten mich jetzt nicht. Eine Stunde ist gut. Plus, minus 20 Minuten. Das ist immer ein ganz guter Richtwert, ehrlich gesagt. Für mich persönlich. Aber so viel mehr als das. Oder wenn ich jetzt mal so daran denke, so es gibt ja so Combine-Strecken von den RSSLO-Strecken. Also, dass man dann wirklich gefühlt komplett Österreich einmal in einer einzigen Karte drin hat, plus auch noch ein bisschen Slowenien und so weiter. Also, ja, cool, schon Wahnsinn, was da an Streckenkilometern zusammenkommt, aber muss man das unbedingt in einer Strecke dann kombinieren? Also sind sie ja auch nicht in diesem Sinne von sich aus, sondern es sind halt einzelne Strecken, die dann so zusammengefügt worden sind. Ja. So, durch Zinzig dürfen wir sogar 160 fahren. Während Koblenz noch 30 Kilometer entfernt ist. Noch ein bisschen mehr Leistung dazu. Gehen wir in die höchste Leistungsstufe. Ah, nicht zu schnell, nicht zu schnell, nicht zu schnell. Vor uns die PZB hier. Ja. Sehr schön. Finally. So, wir fahren durch Bad Breisig. Also ich mag auch wirklich diese Loks mit diesem Handradschalter. Die sind schon... Ich finde es einfach cooler, hier diesen Schalter hin und her zu bewegen, als da praktisch den Hebel einfach nur einmal nach vorne runterzulegen und dann wieder zurückzuziehen. Klar, ist natürlich cool, moderne und so. Aber irgendwie, muss ich sagen, gefällt mir tatsächlich hier
diese Form der Fahrstufenaufschaltung doch wesentlich besser. Und ist ja auch eine ganz elegante Lösung tatsächlich für so viele Fahrstufen. Das sogenannte Lenkrad. So, Ankündigung auf 140. Bremsen wir mal ein kleines bisschen rein. Ab hier gelten die 140. Ja, ist schon eine kleine schnuckelige Strecke, ne? Hier so entlang des Rheins. Auf der anderen Seite würde man natürlich auch Züge sehen können. Eigentlich. Die Züge, die rechtsrheinisch fahren. Wie gesagt, da viel Güterverkehr. Ich glaube, was man da oft sieht, sind 185er, 187er, 189er, sicherlich auch viele, so im internationalen Durchgangsverkehr. 182er vielleicht auch, viele von der ÖBB bestimmt. Und aber vielleicht aber auch die ein oder anderen Altbauloks. Ich kann mir vorstellen, dass man eine 151 zum Beispiel häufiger hier antreffen könnte. Also rechtsrheinisch. So, 110. Das hat ganz gut gepasst. 110 fahren wir jetzt. Kann man eine Fahrstufe wieder reinhauen. Naja, schön. Also die Felsformation, die gefällt mir auch ganz gut. Ich kann nicht so gut beurteilen, wie realistisch das hier ist, weil ich hier nicht so oft bin. In Realität sieht man dann natürlich viel mehr so, ja, so mehr so die Weinbaugegenden. Das sind dann eher weniger solche Wälder, die man gerade so auf diesen Abhängen sieht, sondern es ist dann doch viel, hallo, 189. Es ist dann eben, wie gesagt, recht viel Weinbau mit diesen ganz, ganz charakteristischen Weinbauhängen beziehungsweise den Abhängen. Und das fehlt leider hier komplett. So, ab hier dürfen wir bei 130 fahren. Das ist immerhin schon mal eine positive Nachricht. Der ganze Zug ist jetzt sicherlich auch schon dran vorbei. So, wir fahren durch Andernach. Bis Koblenz ist es dann jetzt auch nicht mehr allzu weit. Das ist jetzt auch weniger als 20 Kilometer.
Hier ist die Ankündigung vor 120. Vielleicht können wir eigentlich ausrollen lassen, oder? Aber wir werden schon ein bisschen langsamer. Und bremsen dann gleich kurz vor der Markierung rein. Aber ich glaube, das brauchen wir gar nicht mal, oder? Ne, sieht gut aus. 122, 121. 120. Und ab hier gelten 120. Perfekt. Einmal hier die Weichenverbindung. Und ab hier auch schon wieder 160. So, einmal schön hoch mit der Leistung, schnell auf die 160 hoch. So, 160 sind jetzt ungefähr erreicht. Und der Bahnhof von Urmitz. Ja, Urmitz. Dann haben wir noch weniger als 10 Kilometer. In 5 Minuten sind wir ungefähr in Koblenz. Passt ja, ne? Der Rheingold entlang des Rheins. Von Köln nach Koblenz. Da hat dann die Reisegesellschaft ein wenig Auslauf. Wird mit Bus ins Eisenbahnmuseum gefahren von Koblenz. Dort können sich die Damen und Herren die Eisenbahn aus vergangenen Tagen angucken und fahren dann später wieder mit dem Sonderzug zurück von Koblenz wieder zurück nach Köln. So, einmal die Leistung runter. Wir sind auch gleich schon in Koblenz-Lützel. Und fahren da auch an dem charakteristischen Stellwerk von Koblenz-Lützel vorbei. Da folgt dann eine Ankündigung auf 90, meine ich. Genau, da ist er. Bestätigt. PZB springt nicht darauf an. Okay, ich bremse mal trotzdem sicherheitshalber runter. Und
So, wir sind unter 85. PZB scheint weiterhin, ja, irgendwie nichts davon mitbekommen zu haben. Also gehen wir auf die 90 wieder hoch. Da ist besagt das Stellwerk von Koblenz-Lützel. Sehr, sehr schön. Hier das Eisenbahnmuseum. Ja, nicht ganz so viel abgestellt. Aber gut, da gibt es ja massig Szenarien im Train Simulator. Vielleicht nicht massig, aber doch bestimmt die ein oder anderen wirklich guten Szenarien im Train Simulator, wo dann auch passend das Rollmaterial da abgestellt ist. Dann geht ja alles. Das Rollmaterial ist ja größtenteils im Train Simulator vorhanden. Auch schön, wie hier überall immer wieder Güterwagen stehen. Gute Frau, bitte nicht die Markierung übertreten. Und Langsamfahrt zu erwarten. Eine 189 fährt an uns vorbei. Ups. Das war der falsche Knopf. Hier einmal ganz charakteristisch. Der Blick über Mosel und Koblenz. Da vorne eigentlich dann das deutsche Eck, da oben ihren Breitstein. Hier das Einkaufscenter. Vergessen, wie es heißt. Das hatte irgendeinen Namen. So, Koblenz Stadtmitte. Ach, wie hieß das denn auch gleich? Und halt zu erwarten mit verkürztem Bremsabstand. Hier oben. Auch sehr charakteristisch die Burg hier. Der Sonderzug ist da. Türstauung meldet sich auch schon. Und wir würden hier, glaube ich, ganz gut passen, wenn wir anhalten. Entschuldigung. Jawohl. Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen und wünsche euch alles Gute und alles Liebe.